Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück hier bei Resident Evil 5, wo mir eine Cheva genau auf den Kopf zielt, und zwar es ist die Windy. Das war nur ein Spotlight. Ja, bestimmt. Wir sind immer noch in der Mine. Wir haben in der letzten Folge doch noch den Schatz gefunden. Wer hätte es gedacht? Hartnäckigkeit Yay! macht sich bezahlt. Und wir müssen jetzt hier weiter durch die finstere Mine gehen, und zwar oben entlang. Mal gucken, was uns dort erwarten wird. Wahrscheinlich noch Genau. mehr Freunde. Noch mehr Freunde. Dann machen wir noch mal eine ganz große Party. Absolut. Ich habe schon die Granate ausgerüstet, die Partygranate. Die Partygranate, das finde ich gut. Du denkst auch an alles. Absolut. Komm. Achso, nee, da hinten ist einer. Ich kann auch werfen. Oh, er wirft Dynamit. Oh nein. Oh, das ging Alles ja. gut. Ging ja noch. Oh nee, ist ein Oh bisschen nein, kurz. schon wieder wabbeli. Und weg ist Die er. haben das aber irgendwie mit dir, ne? Irgendwie sind immer nur alle hinter dir her und nicht hinter mir. Ja, ich weiß auch nicht warum. Keine Ahnung. Aber diese Ganz Wickelköpfe sind seltsam. doch anfällig gegen Blendgranaten. Dann sind die doch sofort kaputt, ne? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Oh, keine Ahnung. Damals habe ich mir noch keine Gedanken darum gemacht, wer gegen was allergisch ist. Ach, da oben ist auch nochmal ein Diamant. Also ein Edelstein. Wunderbar. Ja, hieß das damals. Einfach drauf. Drauf da! So, und jetzt kommen die nächsten. Oh, Wow. nett. Explosionsfall. Warte Oh mal, warte mal, warte, nein. warte. Ich versuche das mal mit der Blendgranate. Ja. Okay. Ja. Oh, cool. Dafür sind sie dann richtig gut. Sehr cool. Gut zu wissen. Definitiv. Oh, jetzt habe ich die Gewehrmunition aufgenommen. Kann sie dir aber geben. Hast du Gewehrmunition? Du brauchst auch Gewehrmunition, oder nicht? Ja, aber ich habe 6 nachgeladen. Also Ach ich habe so, noch. okay. Dann habe ich jetzt mal wieder was voll. Sehr schön. Ah, hier ist nochmal Gewehr. Dann nehme ich sie halt jetzt. Gut, Ja. dann hat es ja gepasst. So, hier war nichts mehr gut. Ups. Oh, Ich das muss. GPS ist nicht verfügbar. Hast du das gesehen? Was machen wir denn jetzt ohne GPS? Achso, die Karte, die habe ich sowieso gerade irgendwie die ganze Zeit deaktiviert. Ich glaube, ich habe die noch gar nicht angehabt. Oh, jetzt kommt. Ah, hier Nein, ich ist das Gewehr. spoilere jetzt mal nicht. Das Gewehr ist ja praktisch. So viel kann Ja. man sagen. Gewehrmunition! Oh, ich kann nichts mehr tragen. Ich nehm's. Das grüne Kraut, sehr schön. Wollen wir die Leiter hochsprinten? Leiter? Die Treppe. Ja, die Treppe. Ach ja, Leiter. Ich Das hab sieht aus schon wie gerade die eine Leiter Leiter fast. gesucht. Okay. Komm, wir sprinten jetzt die Treppe hoch. Oh, erschöpfend. Direkt mal eine Pause. So you must be Irving. Wow, perceptive, aren't ya? You think this is a joke? You're just like all the other pieces of scum terrorists. Oh, I'm not like them. I'm a businessman with standards. Drop the weapon. Or how about you drop yours? Wir hätten ihn sofort erschießen sollen. Oh ja, das hätte eine Menge Kugeln gespart. Looks like Irving has a partner. There must be something here he didn't want us to see. What is it? This. The oil field. That's in the marshlands. Marshland.
Gut, Hiele. Oh ja, Bootstour. Das wird supi. Ist lustig, die sind so ein bisschen wie ein Huhn, den man den Kopf abschlägt. Die laufen weiter ohne Kopf. Manchmal. Ja. Oh nein, ich habe ihn nicht getroffen. Jetzt aber. Puh, Gott sei Dank. Ist schlecht, wenn sie da an das Teil kommen. Ich gehe schon mal vor, oder? Ich weiß nicht, ob noch welche hochkommen. Ah, hier ist das verbesserte Snipergewehr. Wo ich keinen Platz für habe. Du könntest das aber nehmen, wenn du die Kräuter... Oh nein, jetzt muss ich noch nachladen. Oh fuck. Aber er braucht ein bisschen. So sieht's aus. Okay. Ja, gucke ich gleich mal. Ach, da oben ist noch eine. Oh, der hängt ein bisschen. Sehr witzig. Der hängt. Den kann ich nicht treffen. Ich glaube, der buggt. Na gut, ich komme auch runter. Ja, sehr weit bin ich nicht gekommen. Hier liegt überall Kram, das ich nicht nehmen kann. Pistolen, Munition. Im Schrank hinten liegt das Snipergewehr. Oh, ein Dokument zum Lesen. Ich kann es sogar nehmen. Sieht wie eine Nachricht aus. Weiter. Las Plagas, mögliche Mutation im Körper. Unwahrscheinlich, aber Beweise sind aussagekräftig. Verkaufsmöglichkeit. Eine aussagekräftige Verkaufsmöglichkeit, mein Gott. Schwäche bei heilen, bei hellem Licht. Probleme sofort angehen. Ja, die haben wir ja herausgefunden, die Schwäche, mit der Blendgranate. Direkt in den Kopf, also dann platzt ja direkt der Kopf. Hier ist doch irgendwo ein Emblem, ne? Ja, das sehen wir aber, glaube ich, von da hinten erst. Wenn wir da hinten hingehen. Ja, das kann sein. Hier hinten im Schrank liegt nochmal Pistolenmunition, bevor du runtergehst. Ja, okay. Hab ich. Wunderbar. Ich komme runter. Gerade mal, ist hier noch irgendwas? Ich glaube nicht. So, ich glaube, hier ist hier noch nicht wirklich viel. Und wenn was war, dann ist es wahrscheinlich schon despawned. Nur da vorne ist noch ein Diamant. Sieht man von hier schon das Emblem? Ne, ich glaube, da müssen wir erst hochkommen. Eine Kiste und ein Diamant. Sehr schön. Ich habe auch ein Diamant noch gefunden. Ah, rotes Kraut kann ich nicht nehmen, du aber auch nicht. Ah, doch, wenn du zwei Kräuter kombinierst, könntest du das noch nehmen. Moment, irgendjemand kommt doch hier. Wo sind denn die alle? Irgendjemand muss doch noch da sein. Ja, wegen der dramatischen Musik. Ah, da. Ja, genau. Ich hab einen. Ach, da ist das Emblem. War's das? Irgendwo versteckt sich doch noch jemand. Ich hab keine Ahnung. Gehen auf jeden Fall keine Ahnung. Rote Kraut. Wo ich bin. Warte, ich komme. Oh, wow, das war aber ein tiefer Sprung. Wo bist denn du? Ach, da bist du. Hier, diese kleine Leiter hoch. Hier ist noch eine Blendgranate oder irgendeine Granate auf der anderen Seite. Ja, ich sehe kein Kraut. Ja, hab ich. Du musst da die kleine Leiter hoch. Ach so. Auf der linken Seite dann. Ich fühle mich ein bisschen gestresst, wenn die Musik die ganze Zeit ist. Ich bin voll. Ja, du musst grünes Kraut. Ach so, ich sehe schon. Ja. Dann hast du sogar nochmal Platz, weil hier hinten ist Gewehrmunition, wenn du die beiden jetzt kombinierst. Ja. Gewehrmunition.
I'm coming! Du hast irgendwie die ganze Zeit mehr Platz als ich. Ich weiß gar nicht warum jetzt. Ja, okay, ich habe einmal dieses blöde Ei und die Granaten, aber. Das Ei, das ist, glaube ich, bei dir sehr platzintensiv. Und hier nochmal. Genau. Gut. So, dann zum nächsten Abschnitt hinten ist ja auch nochmal ein Edelstein an der Wand. Ja, genau. Wo ist der letzte? Wo hat er sich versteckt? Ach da, den Edelstein sehe ich da vorne. Ah, ist in der da auch nicht. Komisch. Habe ich schon mal runtergeschossen. Da backt doch bestimmt irgendeiner. So wie vorhin da eine gebackt hat. Ah, jetzt kommen ja die ganzen Dynamitträger. Oh. Ja. Wir haben sie alle so gerne. Hier ist auch nochmal Pistolenmunition, die ich auch nicht nehmen kann. Ein Traum. So, jetzt habe ich da keine Munition mehr. Dann halte ich doch glatt das hier. Oh Gott, da kommen ja jetzt sehr viele runter. Na, kommt mal. Einer nach dem anderen. Genau. Nicht alle auf einmal, es kommt jeder dran. Oh, einer kommt noch. Na, da kommt Dynamit. Noch ein paar. Oh, hinter dir. Ich kann gerade nicht. Ich lasse es drauf ankommen. Oh, da ist er. Hey, was willst denn du? Ich habe gerade keine Waffe für dich übrig. Na gut. Okay. Schluss mit lustig. Oh, ich bin voll. Oh ja, ein bekanntes Problem. So ein Attack könnte ruhig ein bisschen größer sein. Ja, das stimmt. Oh, ich bin leer. Kannst du stampfen? Los! Schierer, stampf! Oder Spieß. Okay. Alles klar. Warum? Ach so. Stimmt, deswegen bin ich, So, bisschen Munition sparen, immer schön auf den Kopf. Bist du tot? Ja. Pistolenmunition, also wenn du hier hinten, wenn du es noch nehmen kannst überhaupt. Ich muss erstmal reladen. Ich kann momentan. Bin froh, dass ich jetzt erstmal Schrotgewehrmunition nehmen kann. Bevor die jetzt despawnt. Die liegt auch schon die ganze Zeit hier. Hier ist noch Pistolenmunition. Okay, ich kann auch Pistolenmunition nehmen. Ah! Von wo? Was war das denn? Keine Ahnung. Hab ich nicht gesehen. Oh, das schöne grüne Kraut. Das können wir doch nicht hier lassen. Ich bin voll. Verdammt. Ja, und ganz am Ende ist nochmal Pistolenmunition. Ganz am Ende von dir oder von hier? Von wo wir runtergesprungen sind. Hinten bei diesem Container da. Container? Container? Ach, da. Ja, Zeit, die Gegend anzugucken. Ach, wie schön. Okay, das war's. Genau, weiter geht's. Wir haben ja alle Zeit der Welt hier. Ja. Hast du ihn erwischt da, den, Ja. Sprengmann? Ich bin sogar am überlegen, ob ich vielleicht, bei den nächsten Zwischenfrequenz, also wenn wir wieder ins Lager können, vielleicht die Schutzweste wegzulegen. Weil... Ja, an für sich ist sie gut, weil die Schaden reduziert, aber... Ja, wegen dem Platz... Ja, musst du mal testen. Ich weiß es noch nicht, vielleicht behalte ich die auch. Kannst ja mal testen, ohne und mit. Ja, ohne hatte ich die ersten Folgen getestet und es hat sehr weh getan. Okay. Ja, ich beeile mich doch schon. Juhu. Einfach weggeschoben. Pistolenmunition bin ich voll. Ich glaube... Ich
könnte mich einmal heilen und das andere, die beiden Kräuter nochmal holen. Obwohl, du bist voll mit Heilung, ne? Das ist natürlich doof. Ach, egal, lassen wir das. Das schaffen wir schon so. Da müssen wir. Ich hätte sogar noch Platz, die Minen zu nehmen. Ach, ich leider nicht. Stimmt, die Minen, die sind auch wichtig. Dann musst du diesmal Minensetzer sein. Ich versuche es. Hat sich aber sehr an die Wand des LKWs gedrückt. Oder oben, okay. Ein neuer Freund. Wie niedlich. Eine Fledermaus. So kuschelig. Wunderschön. So ein bisschen eine Mischung aus Fledermaus und Insekt, finde ich. Ja, kommt hin. Hallo! Oh, oh! Oh, ja. Na los, geh da rein! Rein da! Explodiere! Oh nein, sie läuft auch noch vorbei. Ernsthaft? Da aber nicht. Na super, da bin ich jetzt natürlich nicht mehr. Ja, ich bin nicht mehr da. Du musst hier eh hinten in den Hintern schießen. Ich weiß. Naja, vorne eigentlich, ne? Das Weiche da. Ja, stimmt. Komm doch mal hierher, hallo! Hier bin ich. Hier ist eine wunderschöne Mine. Und nicht mitten drüber, bitte. Die ist schon wieder voll auf dich fixiert. Okay. Na super. Ja, komm her. Komm her, ja. Voll rein. Bam und bam und damit habe ich keine Munition mehr. Nachladen, schneller! Oh, zu spät. Okay. Okay. Wo ist sie denn? Weiß es nicht. Ach da, hinter dir. Hier liegt nochmal Gewehrmunition, falls du die überhaupt mal nehmen kannst. Ich glaube aber nicht, ne? Nee. Ich weiß nicht. Ich gehe mir nochmal Minen holen. Ja. Ich mach mal in aller Ruhe die Kisten hier auf. Hier ist auch noch eine Mine. Und ein bisschen Gold. Gold kann ich nehmen. Das ist schön. Wer nimmt nicht gerne Gold? Wozu Minen und Munition? Oh, ach. Sie läuft genau über die Mine drüber, also als dran vorbei. Und hat dich getroffen. Aber nicht doll, die macht nicht so viel Schaden, es geht. Vielleicht liegt es ja auch an der Schutzweste. Das kann natürlich auch sein. Nachladen schaffe ich immer nicht, dann ist sie wieder oben. Ach Gott, ich habe nur noch eine Munition. Nicht ganz so gut. Oh, ich war noch nicht mal auf dem Bein, hat sie mich schon wieder geschlagen. Daher, die haben dich irgendwie alle voll fixiert. Ja, dann kann er mal hier die Linie fixieren. Oh.
Oh, getroffen. Oh, schnell hin, schnell hin. Ah. Da ist er tot. Ah, gut. Okay. Wunderbar. Traumhaft. Und da fliegt es davon. Aber nicht lange. Ich hätte sie so gerne als Haustier oder als Reittier gehabt. Ja, absolut. Hat sich ausgeflattert. Oh ja. Nein. Er ist zu spät. Da liegt noch so viel Muni. Ja. Wollte ich gerade sagen, wir können doch nicht einsteigen. Geht wieder raus da. Steigt ab. Aber das machen sie leider nicht. Nee. Oh, eine der Vater, der sah gerade so ein bisschen aus wie O'Neill. Kennst du Stargate? Ja, klar. Klar kenne ich Stargate. Voll O'Neill gewesen, voll der O'Neill-Verschnitt. Boah, deine Statistik. Okay, du hast ja in der Höhle die ganzen Dinger getötet. Ja. Was? Ich war so unsicher. Okay. Das geht doch mit 71, ist doch voll okay. Ich wollte aber besser sein als du. Ja. Aber gut, passend auch zum Folgenende haben wir dieses Kapitel abgeschlossen. Wir kehren jetzt wieder in das Ausrüstmenü wieder. Wir werden in der Zwischenzeit wieder alles ausrüsten, verstauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Wir hoffen, euch hat's gefallen und verabschieden uns hiermit und sagen bis dahin. Tschüss. Tschüss.